Ich meine, kann ja eigentlich nur besser werden. Wobei, jetzt haben wir eigentlich die meisten Supermutanten schon platt gemacht, ne? Also war nicht das Cleverste, was wir gemacht haben, aber das ist jetzt wieder so ein Ding, war nicht so toll, aber letztendlich, wenn wir wieder auf die EP gucken, war es doch nützlich. Mehr Erfahrung ist mehr Erfahrung. So, Empfangsterminal. Ich weiß gar nicht, hat man den? Erinnerung, Vorstandssitzung. Nee. Im Westen nichts Neues. So, wie kam ich denn jetzt hier wieder raus? Ich hasse es, verarscht zu werden. Bleistift, juhu. Ja, ist immer ein Blei drin, ne? Ist recht selten. Wobei in Bleistiften... Na gut, ich weiß nicht, wie es zu 70er-Zeiten war. Aber Blei wird ja tatsächlich schon ewig nicht mehr in Bleistiften benutzt, sondern Graphen, glaube ich. Graphen, Graphit? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall kein Blei. Das steht fest. So, Kronkorken. Sehen wir uns nochmal ein bisschen um hier. Ich glaube, hier waren wir doch noch nicht in dem Gang. Doch, hier waren wir in dem Gang. Ich erinnere mich. Klebeband. Klebeband. So ein bisschen Strahlung hat noch... Oh, ich glaube, das hat immer geschadet. So, den hatten wir, den hatten wir. Dann sind wir eben da lang. Da waren wir aber noch nicht drin. Oh ja, hier haben wir eine Menge verpasst. Wobei... Angenehmer Weg nach hinten. Wir sind ja eben notdürftig gesprungen. Ja, aber ansonsten scheint hier auf dem Stockwerk nichts zu sein, weil jetzt sind wir ja schon wieder auf dieser Kreisbewegung. In dieser Kreisbewegung. So, wir könnten hier looten ohne Ende, aber ihr wisst ja, wie lootfaul ich einfach bin. Ich kann mir da nicht helfen. Also irgendwann habe ich den Punkt, da denke ich mir in Fallout einfach nur... Boah, den Scheiß brauchst du nicht mehr, den Scheiß brauchst du auch nicht mehr. Den Scheiß musst du eh irgendwann einfach wegräumen, kack drauf, du hebst das jetzt nicht auf. So geht's mir halt ab einem gewissen Punkt immer in Fallout. Am Anfang muss man noch echt sich anstrengen und looten, aber irgendwann ist so mehr... Ihr kennt das doch, oder? Ich kann nicht der Einzige sein, ihr müsst das auch haben. So, das war das Klo. Mit dem Rundweg, hier ging es jetzt nach unten. Und da habe ich mich gerade eben irgendwo verfranst. Und bin im Kreis deswegen gelaufen. Genau, ich bin da lang gegangen, wollte aber hier lang gehen. Ja, sieh mal eine an, den habe ich eben übersehen. Ach, gleich gar nicht mehr so unangenehm hell hier in der Ecke. Apropos unangenehm hell, das fällt mir gerade jetzt auf. Ich habe heute Morgen was an meinem Bildschirm geändert. Und deswegen ist es wirklich unangenehm hell. Back Bay, da geht es wieder nach draußen. Aber hier muss doch noch irgendwas bezüglich Mark sein. Nicht Mark wegen Mr. Allen. Also ich denke, wir kommen noch irgendwie in den Vorstandsraum. Nur da würde ich gerne hin. Da würde ich auch gerne rein. Ich sehe aber auch kein... Doch, ich sehe ein Terminal. Zentralrechner. Sicherheitstürsteuerung. So, Magnetschloss. Und man kommt immer noch nicht raus. Mir wurden Lügen erzählt. Verdammt nochmal. Und raus. Runaway und Zeug. Plasmakartusche. Danke, danke. Ja, die Kampfflinte kannst du behalten. Die brauche ich nicht. Das ist mir dann wieder zu viel Gewicht. Wir gehen mal nach oben. Ich denke mal, der Konferenzraum wird eher Richtung obere Stockwerke angesiedelt sein. Hier, wo die Supermutanten die ganze Zeit rumspielen. Denke ich am ehesten. Genau die falsche Richtung. Ja, wir nehmen gerade mal den sicheren Weg zurück. Wir sind zwar gerade erst rübergesprungen, aber man muss es ja nicht immer drauf anlegen. So, hier ging es jetzt wieder runter. Aber hier ging es zum Treppenhaus. Da will ich nämlich hin. So, das ist das Treppenhaus. Und hier würde ich sagen, jetzt einfach mal so hoch wie möglich. Dann sind wir hier. Okay. Damit kann ich arbeiten. Das bringt mich aber nicht vorwärts. Wir müssen da hoch. Und man kommt auch da hoch. Da oben kommen nämlich noch Gegner. Wow, du bist hässlich. Ja, wie kommen wir da hoch? Das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Hier waren wir noch nicht. Ah, Coca-Cola.
Ja, hier waren wir definitiv noch nicht. Das sieht aus wie ein Vorlesungsraum. Das ist auch neu. Ah, Schlüssel. Hau ab! Wie sein Kopf einfach wie so eine Statue abgefallen ist. Ja, wir haben den Schlüssel gefunden. Der wird uns schon mal weiterbringen. Genau hier. Oh, das sieht aber noch nett aus hier drin. Das ist wahrscheinlich Sekretär. Mal ein bisschen Licht. Eine Uhr. Na gut. Kalender. Brainstorming mit Mark abgesagt. Treffen mit Materialzulieferer abgesagt. Elterngesprächsrunde im Oktober. Besprechung zu Umsatz und Marketing abgesagt. Recherche zu Produktentwicklung. Mittagessen mit Mark und Nate abgesagt. Recherche zu Produktentwicklung. Dokumente. Benutzerverkaufsprognosen. Okay, dann doch Antwort. Ah, ich muss zuerst das lesen. Anhand der aktuellen Marktsituation ist zu erwarten, dass der Verkauf von Gilead Buttercup im vierten Quartal von 122 auf 110 Millionen US-Dollar sinken wird. Dies entspricht einem Rückgang von 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was in der wichtigen Verkaufszeit vor Weihnachten schlichtweg enttäuschend ist. Marktstagnation und Marktsättigung beim aktuellen Preis von 16.000 US-Dollar sind für den ständigen Rückgang verantwortlich. Verkaufsprognose. Ich glaube diese Zahl nicht. Wir verkaufen seit Jahren gut. Was hat sich geändert? Wenn unsere Verkaufszahlen zurückgegangen sind, müssen wir unseren Markt erweitern. Premium-Edition. Unterschiedliche Versionen zum Sammeln. Vielleicht auch eine Serie für Jungen ausprobieren. Ich werde mir etwas für die nächste Vorstandssitzung einfallen lassen. Das wird großartig. Du wirst es sehen. Aber allein schaffe ich das nicht, Mark. Denn Vater und ich haben immer zusammengearbeitet. Ich verstehe nicht, was zum Teufel du tust. Alan. Ja, den kennen wir ja. Alan Glass. Produktbrainstorming. Sammlerstücke, Farbvariationen, Körperhaare, Erkennungszeichen, Mystik-Produktreihe, Pegasus, Einhorn, alternative Märkte, Jungen, Cowboy- und Indianer-Serie, Taktlos, Rodeo-Serie, Prinzessin-Serie mit Kristall, Gold und Silberhuf, Werbemaßnahmen, Hubris Comics, das Roboterpferd des Mechanisten, Nuka-Cola, limitierte Auflage, rotes Pferd, Vault-Tec, Ja, was haben wir noch? Sicherheitsbericht, Alan Glass, kennen wir auch. Na gut, wollen wir mal sehen. Haben wir ja. Haben wir nicht. Doch, haben wir. Wollte schon sagen. Sicherheitstür öffnen. Na komm schon. Gib mir was Tolles. Boah, ich komme einfach nicht aus dem Menü raus. Danke. Also ich hätte jetzt erstmal einen Pip-Boy, also einen Vault-Boy erwartet. Eine Vault-Tec-Statue. Aber nein. Leider nicht. Das sieht doch gut aus. Geschafft. Nehme ich. Das war eine Menge. Hier wurde drin rumgeschraubt und getestet, nehme ich an. Wollen wir mal sehen. Laborentwicklung. Ah, schneller. Erinnerung. Milch, Eier und Nuka kaufen. Nicht wieder vergessen. Um 7 zu Hause anrufen. Marlene muss ins Bett. Marlene kommt nach der Schule ins Büro. Vorstandssitzung. Neue Buttercup-Rezepte. Marlenes Geburtstag. 7. Ich brauche noch eine Karte. Hochzeitstag. Karte und Geschenk kaufen. Reise. Mit Jen die Urlaubsplanung durchgehen. Entwicklungsprotokoll. 14.10. Langsamer Fortschritt. Die neuen Beinservos sind immer noch zu leistungsstark. Beim heutigen Test haben sie ein Loch in den Boden gerammt. Ich muss sie noch weiter runterfahren. Keine Ahnung, was schiefgelaufen ist. 17.10. Selbst die Farbvariationen sind Mist. Das Färben des Metalls hat die Impedanz verändert, also versuche ich jetzt mit Autoverzierung. Unglaublich, dass ich Marlenes Aufführung verpasst habe, um ein paar rosa Pferden dabei zuzusehen, wäre Farbe trocknet. Wenn das hier alles vorbei ist, werde ich es wieder gut machen. 20. Was für eine Katastrophe. Ich habe bisher noch keine Rückmeldung auf die Lizenzierungsangebote erhalten. Der Schichtleiter in der Fabrik ruft nicht zurück. Ich habe rein gar nichts. Und in 2 Tagen ist die Vorstandssitzung. Ich darf nicht unpünktlich sein. Die Uhr läuft, Arlen. Die Uhr läuft. Ja, hat aber nicht geschafft. Wahrscheinlich hat er irgendwas Krasses entdeckt und konnte deswegen nicht mehr in der Firma bleiben. Schieß los.
Ja, okay, wir müssen tatsächlich am Terminal bleiben, um das zu hören. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Das machen wir nicht. Ich will das Band auswerfen. Mein Gott. In welchem Menü mache ich das denn nochmal? Da. Marlens Holoband. Diverses. Ja. Wenn ich jetzt auf M drücken könnte und bei M wäre, das wäre Usability, aber na gut. Marlens Holoband. Freund sein. Hm? Oh, Buttercup sagt, sie hat dich auch lieb. Du fehlst uns. Komm bald nach Hause. Ja, also ich habe früher nie gewusst, was diese hässlichen Pferde sollen, aber das scheint tatsächlich eine Mädchenspielzeugserie gewesen zu sein und das war wohl die Familie des lieben Arlen. Den haben wir jetzt erstmal beruhigt, aber du weißt selber, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Ich muss dich zur Sicherheit des Ödlands ausschalten. Tadam! Dann guckst du doof, ne? Oh oh, Raketenwerfer! Schneller töten! Ach, wir haben tatsächlich überlebt, ohne Damage zu bekommen. Und ein Level Up! Ein Level Up! Oh! Den habe ich aber random gesehen. Ich finde, der geht so richtig in der Wand unter. Ja. Yep, yep, yep. Yep. So, schauen wir mal. Terminal des Präsidenten. Der Vereinigten Staaten? Ja, sein Kalender. Brainstorming, abgesagt. Mittagessen mit Tom. Scythe-Besprechung, Fabrikoperation, bla bla bla. Begutachtung der Fließbänder mit Nate. Besprechung zu Umsatz und Marketing, abgesagt. Anweisung für die Scythe-Teilnehmer. Mittagessen mit Arlen und Nate, wieder abgesagt. Mit Tom. Scythe-Notizen für Vorstandssitzung zusammenstellen. Vorstandssitzung. Na gut. Teilnahmegenehmigung für das Scythe-Projekt. Mr. Wilson, Ihre Bitte zur Teilnahme am Scythe-Programm wurde stattgegeben. Meine Vorgesetzten hatten zwar gewisse Zweifel, allerdings entsprechen die Spezifikationen Ihrer Fabrik voll und ganz unseren Anforderungen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass dieses Programm eingeschränkter Geheimhaltung unterliegt, da die Tarnung als zivile Produktion äußerst wichtig für den Erfolg des Programms ist. Sollten Informationen darüber genau kontrolliert und nur an Mitarbeiter weitergegeben werden, die diese unbedingt benötigen. So, dann Spezifikation. Das Scythe-Programm dient der Verwendung ziviler Produktionsinfrastruktur zur geheimen Munitionsherstellung, um im Falle eines konventionellen Streitkräften ausgetragenen Konflikts eine rasche Mobilmachung zu gewährleisten. Als anerkannter Teilnehmer an diesem Programm werden Sie dazu aufgefordert, Ihrem Vertrag entsprechend umgehend mit der Produktion von Landminen zu beginnen. Sollten Sie Ihre Quoten erfüllen, können Sie die zivile Produktion im begrenzten Umfang fortführen, bis eine vollständige Mobilmachung befohlen wird. Sicherheitsbericht, Arlen Glass. Ja, kennen wir. Safe haben wir gerade schon geplündert. Okay. Das ist aber ein langweiliger Präsidententerminal gewesen. Na gut. Kannst du behalten. Dies wieder am Lesen. Schauen wir mal, was es in die andere Richtung gibt. Ach, das war schon die Richtung. Na gut, aber hier sind ja noch Türen. Nein! Ich wollte doch nicht raus. Ich wollte doch nicht raus. Probieren wir nochmal. Wir müssen ja wieder rein. Wobei, hier sind noch ein paar Leute, die wir vorher mitnehmen können. Ein paar freie Erfahrungspunkte. Alter, Kate, was geht mit dir? Ja, wir gehen wieder rein. Da war noch eine Tür, die ich gerne checken würde. Und ich bin mir sicher, es gibt auch jetzt noch etwas. Ein Aufzug. Nach unten. Ich finde es ja cool, wie mir das Spiel sagt, dieser Aufzug ist außer Betrieb. Aber er trotzdem einfach die Tür zumacht. Ja, das ist das Präsidentenbüro. Get fucked, würde ich sagen. Ja, aber ich glaube, mehr gibt es hier nicht mehr. Das hier sieht noch schön ordentlich aus im Gegensatz zum Rest.
Aber nachdem wir die Tür geöffnet haben, sieht Cedrinix auch aus wie in 3 verfickten Crackhäusern. Aber na gut, da macht man nichts dran. Noch eine Nuka-Cola. Die nehme ich mir noch mit. Wahnsinn! Ein Giddyup Buttercup! Moment. Woher weiß ich sowas? Ist so. Ja, liegt schon in den Genen. In den Genen. Ja, ich würde sagen, hier gibt es nichts mehr. Was kann das Ding? War das wie ein kleines Roboterpferd oder? Keine Ahnung. Naja. Ich würde sagen, wir suchen uns einen Ausgang, der nicht irgendwo auf dem Dach liegt. Finde ich immer angenehm, wenn man Boden unter den Füßen hat und auch nicht tief fallen kann. Genau, hier lang. Ab ins Treppenhaus und ab zur Tür. Wo ist sie denn? Moment. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, ich habe mich verfranzt, Leute. Ja, genau. Wollte schon sagen, kann ja nicht so weit weg sein. Na gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.